Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Himmels 19 Challenge Projekt mit dem Rizzi. Moin. So. Und ja, wir haben in der letzten Folge über YouTube und die Arbeit geredet. Der Herr Kollege wollte nur weiterreden. Ich hab das so einfach, ein Video zu machen, aber gut, so ist das halt. Steckt nicht viel Zeit rein. Ja, also das Ding. Wie gesagt, ich hab's ja selber auch gesagt, wir haben's eigentlich vom Videoformat haben wir es eigentlich sogar noch gut mit dem Schneiden und so weiter und so fort. Wenn du dir vorstellst, du hast so ein professionelles Video mit so coolen Ansichten und alles und so weiter und so fort, steckst du schon ziemlich viel Zeit rein. Deswegen, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kann es mir auch ehrlich nicht so gut vorstellen, wenn ich da 4-3 Stunden am Schneiden sitze, ob ich da dann so oft das machen kann, muss ich sagen. Vor allem, wenn ich dann die Menge an Videos sehe, die ich dann immer hochladen möchte, dann kann ich mir das gar nicht vorstellen, so oft so gut zu schneiden, muss ich ehrlich sagen. Das wäre dann, glaube ich, zu viel Zeitaufwand. Ja, kommt drauf an. Aber ich glaube, wenn du die gewissen Skills auch dafür hast, ja, dann geht das schneller. Dann wird das auch schneller gehen. Ja, weil du schon weißt, was für, wie du klicken machst, wie du das machen musst, dann geht das schon ein bisschen schneller. So wie am Anfang, wo ich keine Ahnung vom Programm gehabt habe, bin ich 5 Stunden auf einem Video gesessen. Da muss ich auch ehrlich sagen, ich hatte am Anfang, habe ich auch nicht mehr was geschnitten. Ich habe einfach Aufnahme gestartet, habe irgendwas gelabert vor mir, ich hatte ja früher eigentlich auch nicht mal richtiges Aufnahmeprogramm. Da konnte ich noch nicht mal mit OBS aufnehmen. Da hatte ich vielleicht mal 2 FPS da drin. Ich musste mit so einem Demo-Ding da aufnehmen, wo ich jede Woche das neu installieren musste, weil es halt einfach abgelaufen ist. Das ist ja das Ding. Also das ist das, was ich jetzt habe, ist eigentlich schon Luxus im Gegensatz zu früher, was ich da machen musste. Jo, schon. Wenn ich denke, aber jeder hat mal klein angefangen. Wenn ich einmal denke, wie ich zuerst mit meinem ersten Rechner angefangen habe, da war die Grafikkarten auch beim Spul auf Low und dafür im OBS Aufnahmeprogramm auf 30 FPS. Geld von Herrn LSGO für den Anhänger. Ja, stelle ich dir gerade hin, warte. Jo. Danke an die netten Worte von Chris und S und auch von dir, gar kein Ding. Wer war denn das da, Paulus? Den Real Talk auch sagen, also das ist ja ruhig. Wer war denn das da, Paulus? Ja, genau. Jo, liebe Grüße noch einmal draußen zu dir und jo, kein Problem, machst echt geile Arbeit. Mach weiter so. Genau. Und gib geile Arbeit wird natürlich auch gut belohnt, deswegen. Boah, seit wann haben wir so einen geilen Kipper hier drauf? Was hat er jetzt wieder gesehen? Wie viel passt da rein? Da haben wir so einen geilen Auflieger drauf. Vielleicht hast du einen Mod drauf? Ah. Und jo. Das freut mich dann natürlich immer, wenn die Leute dann sich bedanken. Das ist einfach eine geile Community. So wie letztens war ich irgendwo, kann ich mich nicht einmal erinnern, Herr Kollege. Ja? Letztens war ich wo in Real Life. Okay. Obwohl ich mich noch nicht gezeigt habe auf YouTube, kommt einer so her, weil er meine Stimme wahrscheinlich gehört hat, kommt er so her, bist du der und der? Und ich so, ja. Was? Von YouTube. Von YouTube kennt er mich, von der Stimme her. Das ist halt auch wirklich der kurze Moment auf YouTube. Für manche ist es vielleicht für die Größeren, wenn du das öfters als siehst, das ist irgendwann nervig, aber wenn du halt als kleinerer, in Anführungszeichen, halt erkannt wird, ist halt einfach ein Erlebnis, das kannst du gar nicht in Worte beschreiben, das ist halt so einfach ein krasses Erlebnis, wenn Leute auf dich kommen für eine Arbeit, die du dich hinsetzt, wo du halt ein Spiel zeigst und halt einfach ein paar coole Projekte machst und dich halt da hinsetzt und was schneidest, dann halt angesprochen wirst. Für diese Arbeit ist halt wirklich das Geilste, was du überhaupt haben kannst. Mhm. Muss man ehrlich sagen.
Jo, das finde ich echt gut. Aber wenn dort schon die Leute zu dir haben kommen, dann ist es nicht mehr geil. Nee, also es gibt schon eine gewisse Grenze. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist es schon normal. Wenn man den irgendwo auf dem Weg oder so findet, ist es noch okay, aber nicht. Aber nicht, wenn sie zu dir haben kommen und dann daheim auf einmal online. Eine gewisse Privatsphäre brauchen wir einfach. Ja, ist so. Was macht denn der Meister hier, Alter? Kommt der hier einfach nicht rein, Alter? Das Community-Treffen war heute schon einmal cool. Gut, dass ich immer viel auf dem Schreiber bin und man mich nicht viel treffen kann. Na gut, das hat auch wieder Vorteile, hast du recht. Schreibt nach Paulus, gell? Moin, ich kann leider den Namen nicht aussprechen. Sorry, aber moin auf jeden Fall. Leute, nichts gegen euch, aber ihr holt immer Spitze auf PS4 oder auf PC. Auf PC. Manche Leute sind sich Namen aus nichts gegen Leute. Ich kann man nicht einmal aussprechen. Ich kann nicht echt den aussprechen, sorry Leute, ey. Da ist mein Deutsch auch am Ende, ey. Wenn das überhaupt Deutsch ist. Hm. Ist gar nicht. Ich spiele auf PC. Ey, von wem ist eigentlich dieser coole Johnny hier, Alter? Wo ist der coole Johnny? Oha, der ist ja richtig geil, Alter. Von wem ist der? Von wem? Wo? Hier auf meinem Hof, über meinem Silo. Weiß nicht, muss ich schauen. Ich bin gerade überlegen. Wo denn? Das ist aber oben. Du kannst Deutsch. Nee, ich kann eigentlich hauptsächlich nur Türkisch. Na, wo ist denn der jetzt? Hier! Wir bitten, dass der blaue. Weg von der Straße. Wo denn? Der doch! Hier! Ja. Will der mich eigentlich verarschen? Der kann doch hier locker vorbeifahren. Scheint vom Elihu zu sein. Weil der hat aber echt einen geilen Sound, du. Ja, der ist insgesamt wieder Galas. Das glaube ich dir. Ey Chris, ich wusste es schon nicht. Meine Muttersprache ist Türkisch. Mhm. Oh nee, ey. Oh Mann, Leute. So geil. Ach, die Aufnahmen sind immer geil. Jo, schon. Eigentlich freue ich mich immer auf die neue Aufnahme, Session, weil ich weiß nie, was eigentlich auf mich zukommt. Uiuiuiui. Ja, Herr Kollege, fahren Sie mir eine, haben Sie recht. So. Oh nee, ey. Muss auch mal wieder zu der Toll kommen, aber nun bin ich mal das nächste Video machen. Yo, gar kein Ding. Danke, dass du da warst auf jeden Fall. Und mit dem Talk gucken wir auf jeden Fall mal. Was ist der Talk? Mit Paulus reden. Ah, ja, das wäre nice. Ja, ich hoffe, dass wir zu auch vorbeikommen. Irgendwann haben wir mal einmal geschwitzt hier. Deswegen. Gleich mal Autogramm. Einmal gleich Autogramm fragen. Fahren wir überall zu dem, wenn er auf dem Schlepper sitzt, kann ich ein Autogramm haben. Alter, Paul ist auf dem Schlepper. Warte mal, ich muss aber kurz mal das LU fragen. Ja, kein Problem. Hulk, okay. So, was wollte man jetzt eigentlich machen?
müssen wir mal da oben aufs Feld schauen. Und jo, dann schauen wir weiter, was wir noch zu machen haben. Da müssen wir noch das eine Feld Auftrag geben. Kommt da jetzt Unkraut? Oh Mann. Den Herrn Kollegen da. Schon ein geiles Ding. So, nochmal zu der Autogrammkarte, jo, aber Autogrammkarten sind schon in Planung, also das ist vielleicht doch eine für sie. Ah, okay, das wäre nett. Das wäre nett. Herr Kollege, was machen Sie denn? Hey, ich mach gar nichts. Junge, du kannst doch nicht einfach rausziehen. Ich war doch schon auf der Straße, fahren Sie mir nicht einfach hinten hinein. Sag mal, wer von euch beiden hat jetzt eigentlich einen Führerschein? Hey. Ich hab einen Führerschein. Ja, ich hab einen Führerschein, hast du recht, aber die Frage jetzt. Wer ist da vorne? Wer von euch beiden hat den Unfall gemacht? Er ist mal hinten reingefahren. Nein, okay. Ja, hast du schon mal mit 60 gebremst? Abgezogen, fertig. Nee, Spaß. Hast du schon mal mit 60 eine Bremsspur hingelegt? Ja! Nee, aber mit 120. Alter! Läuft bei mir, ne? Herr Kellurge. Sind Sie eigentlich nur ganz bei Trost? Eigentlich geplant, aber will noch nicht so viel verraten. Ja, das glaube ich dir. Ab einer gewissen Größe auf YouTube kann man auch einige Sachen planen. Mehr ich ja bei Chrissy, der da schon eine Darmbluse rausgehauen, die ich für Felix bestellen möchte. Deswegen, da weiß man schon ganz genau, was da abgeht. Oh nee, ey. Ach, ganz witzig, Herr Kollege. Was? Ach, der Kollege ist witzig. Ja. Der Hund rammt mir einfach von der Straße weg. Direkt zu welchem. Alter, wenn ihr durch mein Feld fahrt, dann ist aber ganz anderes Theater hier. Ich schon der wieder. Hier eigentlich geschadet, Junge. Was ist denn das für eine Kurve, Alter? Junge. Oh, du bist der Clown. Bist du mal beim Fahren, oder was? Und jo, dann fahren wir mal mit dem Vehikel auf den Hof wieder. Ich werde das Agrar-YouTube oder wie der Typ da heißt. Nenn einfach Agrar-Blödi, das macht schon besser. Wer? Agrar-Blödi. Ah, okay. Der kann auf jeden Fall nicht Traktor fahren, muss ich sagen. Nee, aber sowas war nicht. Der ist auch schon öfter auf den Big M reingefahren. Das ist ein Clown. Ja. Und jo, dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder mit der Folge. Schaut's beim lieben LS-Profi vorbei. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.